Moin, hier ist wieder mal der Schattennase-Weiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich wieder einen neuen Rockstar. Energy plus Hemp. In der Geschmacksrichtung Tropical Burst Flavor. Was auch immer das sein mag. Aber der letzte Rockstar Energy plus Hemp war ja gar nicht mal so übel. Ginseng, Hanfsamen und Taurin, Koffein, B-Vitamine und Guarana. All das gute Zeug. Und das ist ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, Schrägstrich Energy Drink, mit dem Geschmack nach tropischen Früchten und Hanfsamenextrakt. Wäre wahrscheinlich noch besser ohne das bescheuerte Hanfsamenextrakt, aber naja, ist halt in Mode. Da ist drin Wasser, Zucker, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 6%, Mangomark aus Mangomarkkonzentrat 1% und Guavenmark aus Guavenmarkkonzentrat 1%. Kohlensäure, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Taurin 0,2%, das ist die übliche Dosis. Aroma, Verdickungsmittel Pektine, Säureregulator Natriumcitrat, 0,031% Koffein, 0,024% Glucuronolacton, Hanfsamenextrakt 0,02%, Guaranaextrakt 0,01% und Ginsengaromaextrakt 0,01%. Und auch nochmal 0,01% Inosit. Dann ist da noch Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, das ist Vitamin C drin. Das sind dann weniger als 0,01%. Das leckere Nikotinsäuramid darf nicht fehlen. Johannesbrotkernmehl als Stabilisator. Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin B6, Vitamin B12. Und ich hätte mir irgendwann mit Hanfsamen, hätte ich mir deutlich bunter gewünscht. Also das geht besser. Aber wie gesagt, die andere Dose hat ja ganz gut geschmeckt. Ja, und das ist wieder der das Mango-Geruch da. Und das ist auch noch ja, hauptsächlich Mango-Geruch. Aber ist auch noch irgendwie ein anderer komischer Geschmack da. Ich glaube, das ist nicht die Guave. Das ist auch nicht der Apfelsaft. Ich habe die Befürchtung, das ist der Hanfsamenextrakt. Aber wenigstens machen die keine Reklame mit diesen Hanfterpenen. Ich weiß gar nicht, welche Firma das jetzt war, aber das Zeug hat auch widerlich geschmeckt. Das ist okay. Kann man sich dran gewöhnen. Ist schön süß, ist fruchtig. Im Abgesang kommt dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen Hanf dadurch. Also Hanfsamen. Und ich wüsste nicht, warum ich jetzt unbedingt Hanfsamen essen sollte. Ich würde die Samen lieber irgendwo in den Boden tun und dann ein halbes Jahr warten und das Ergebnis dann rauchen. Aber das ist Geschmackssache. Wahrscheinlich die Samen, die hierfür verwendet haben, wenn man die Pflanze, die da rauskommt, raucht, ist das wahrscheinlich eh nur ekelhaft. Aber den kann man tatsächlich trinken. Und es gab noch einen dritten. Originalgeschmack nannte sich das Zeug. Was für mich heißt, dass das nach Energy Drink schmeckt. Und da ich Energy Drinks nicht mag, habe ich den jetzt mal nicht mitgebracht. Mal gucken.
Ja, kann man sich dran gewöhnen. Ist nicht schlecht. Die müssen halt den Hanf als Modezutat da reintun. Ich gebe dem jetzt mal einen Seitwärtsdaumen. Mit einer leichten Tendenz nach oben, der ist nicht schlecht. Kann man probieren. Wie gesagt, ich habe die jetzt aus dem Sonderangebot. So unter 1 Euro ist das auf jeden Fall in Ordnung. Wird aber mit Sicherheit nicht mein Lieblings-Energy-Drink werden. Das ist dummerweise einer von den polnischen, wo ich dann leider auch nicht so gut rankomme. Aber der ist okay. Kann man kaufen, kann man mal probieren. Ich finde den schön süß, fruchtig. Wahrscheinlich wieder besser ohne den Hanfquatsch, aber egal. Wertung habe ich schon gegeben. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video auch mit einem Daumen hoch bewertet. Ein Abo da lasst, einen netten Kommentar schreibt. Und ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.